Vielen, vielen Dank für die Einladung, BAFTA, und auch an ISD generell und an die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich habe in der Vorbereitung, in der sehr, sehr kurzen Vorbereitung mit Tahir, der ja ursprünglich moderieren sollte, schon gesagt, es ist ein bisschen absurd, dass ich über die Geschichte schwarzer Organisationen in Deutschland sprechen soll, neben Tahir auf dem Podium. Würde das auch trotzdem wiederholen. Deswegen haben wir kurz ausgemacht, all die geschichtlichen Daten, die ich nicht drauf habe, wird BAFTA und natürlich auch ihr, die ihr hier im Saal seid, also es ist fast genauso absurd, mit Größen wie Jasmin, mit Abinah hier im Saal das mit auffangen oder alleine auffangen zu wollen. Von daher unterstützt mich da gerne. Tahir ist außerdem auch wieder da. Ah. Also er kann, glaube ich, ein, zwei Fragen. Hi. Und genau, dann natürlich auch mit Tahir, umso besser. Wunderbar. Ich wollte starten mit einem Zitat von Audre Lorde, dass ich jetzt einmal kurz vortragen werde und dann auch ein bisschen Zeit geben werde, um zu wirken, weil das damals zumindest, als ich das erste Mal gelesen habe, gedacht habe, Mensch, total wichtig, dass das ausgesprochen wird und total wichtig, dass es auch kollektiv behandelt und thematisiert wird. Wir wollen wir selbst sein, so wie wir uns definieren. Wir sind keine Fragmente eurer Fantasie oder eurer Wünsche. Wir sind nicht das Salz in der Suppe eurer Sehnsucht. Und gerade dieses, wir wollen wir selbst sein und wir wollen nicht nur wir selbst sein, sondern wir wollen uns auch selbst definieren, hat Audre Lorde ganz essentiell mit angestoßen in den 80er Jahren bei ihrem Besuch hier in Berlin und in Deutschland, wo sie eine Inspiration war für schwarzen Communities, vor allem auch für schwarze Selbstorganisation. Und anders als jetzt beim ersten Vortrag werde ich nicht an die Geschichte und Ursprünge schwarzer Präsenz in Deutschland gehen, denn das reicht viel, viel, viel weiter zurück. Die Geschichte von schwarzen Menschen in Deutschland ist über 300 Jahre alt. Ich möchte vor allem auf die Personen und auch auf die Organisation, natürlich, wo die ISD total zentral ist, eingehen, was diesen, das Selbstorganisieren, das Zusammenkommen und auch das Aussprechen von kollektiven Erfahrungen, das Verarbeiten von kollektiven Erfahrungen angeht. Audre Lorde, wie gesagt, ganz wichtiger Moment für die schwarze Selbstorganisation in Deutschland. Und weshalb auch, denke ich, bis heute immer noch ein starkes, nicht unbedingt rückbesinnen, aber auch nach links und rechts schauen angeht, was unsere Diskurse betrifft. Sei es das Vokabular, das wir nutzen, das teilweise tatsächlich erstmal nur auf Englisch existiert hat oder dass wir teilweise auch mit englischen Griffen, Begriffen eher hantieren, Race und Rasse zum Beispiel, die ganzen Diskurse um Critical Whiteness, also dieser starke englische, angelsächsische Bezug oder in dem Fall auch amerikanische Bezug hat auch dort den Ursprung genommen. Audre Lorde war eine Inspiration vor allem auch für Mai Ayim und Katharina Ogontoye, die mit dem Buch Farbe bekennen in den 1986, danke, genau, vor allem dort zum ersten Mal ausgesprochen haben, dass Schwarzsein und Deutschsein kein Widerspruch ist und auch ein Wort für diese Existenz, für diese Identität mit Afrodeutsch gefunden haben. Und deswegen war für mich auch dieses Eingangszitat von Audre Lorde so wichtig, denn wenn ich auch auf meine eigene Geschichte schaue, offensichtlich, ich bin eine schwarze Person, ich bin in einer schwarzen Familie aufgewachsen, das heißt, da gab es kein, da gab es no doubt, aber dieses
existieren zu können mit dieser Identität in einer weißen Gesellschaft und dass das kein Widerspruch ist zu meiner Herkunft, dass das kein Widerspruch ist zu dem, wer oder was ich bin, wurde sehr stark durch dieses Buch und vor allem auch durch die Organisation, die daraus hervorgegangen sind. Auf der einen Seite natürlich die ISD, auf der anderen Seite ADEFRA, die ja ganz niedrigschwellig am Anfang selbst organisiert Menschen zusammengerufen haben. Ich habe gelesen, ich bin ja keine Zeitzeugin, dass das vor allem auch in privaten Wohnungen am Anfang passiert ist. Also es gab natürlich keinen offiziellen Rahmen, in dem diese Selbstorganisation passieren konnte, sondern es gab einfach diesen Drang von Menschen, die zum ersten Mal gesehen haben, ich bin nicht alleine, da gibt es Menschen, die machen die gleichen Erfahrungen wie ich. Gab es zum ersten Mal dann diese kleinen Organisationen, die dann immer größer, kleinen Gatherings in Wohnungen, Cafés und so weiter, die dann immer größer geworden sind und dann vor allem beim ISD auch zum ersten Bundestreffen geführt haben. Ich weiß nicht, für die von euch, die dort waren, vielleicht kommen wir da auch gleich später noch in der Frage und oder Diskussionsrunde zu und könnt auch gerne eure Erfahrung teilen. Das ist ein Space, wo ja teilweise auch ohne festen Rahmen schwarze Menschen zusammenkommen können, Gemeinschaft erleben können, auch weg von dem White Gaze, von dem weißen Blick und also zumindest als ich das erste Mal da war, das Gefühl hatte, ich kann hier jetzt durchatmen, einfach nur ich sein und ja auch nicht diese Erwartung erfüllen zu müssen, die es dann auch gibt mit, ich bin eine schwarze Frau in einer weißen Gesellschaft. Also das einfach mal ablegen zu können und einfach nur abzuhängen, Musik zu hören, gemeinsam zu essen, zu feiern natürlich auch, aber auch sehr politisch zu sein. Genau, aber diese beiden Existenzen, die ich sehr wichtig finde, weil natürlich auch ich in meiner Arbeit begreife Schwarz sein als politisch sein, aber ich bin auch ein Privatmensch und das muss auch Raum haben. Genau, und das habe ich gerade bei dem Bundestreffen immer auch als zentral empfunden. Auch ein Ort, wo dann viele neue Ideen entstanden sind, woraus dann neue Projekte gewachsen sind, Vereine nochmal gewachsen sind. Einer dieser Vereine ist, der dann auch konkreter wurde, auch EOTO, Each One Teach One. Genau, zentral aber auch, wenn ich jetzt wieder zurückspringe zu den Anfängen, ist vor allem, dass diese Bewegung erwachsen sind aus queeren schwarzen Frauen, dass sie vor allem durch den intersektionalen Ansatz natürlich auch und durch diese intersektionale Perspektive diese mehrfachen Unsichtbarkeiten und die mehrfache Diskriminierung direkt von Anfang an thematisiert haben und auch zentral gemacht haben für die Organisation der Arbeit. Genau, so viel vielleicht zu den Anfängen von den schwarzen Organisationen. Und über die Jahre hinweg gab es natürlich nochmal ein Reorientieren, ein Abspalten von Teilen der Organisation. Es gab ein sich neu finden. Ist Schwarzsein auch afrikanisch oder ist das mehr oder ist das was anderes? Mit einem Aufgreifen von vielleicht einer gewissen Trias zu schwarzen Menschen, afrodiasporischen Menschen und afrikanischen Menschen, um da einfach auch die Bandbreite von den Menschen mit einzubeziehen, die sich unter diesem großen Label von afrodiasporisch verstehen. Ein weiterer, ich würde auch sagen, zentraler Moment war die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft, wo sich die unterschiedlichen Organisationen, die sich bis dahin dann gegründet haben, sei es der Zentralrat der afrikanischen Gemeinde als Bundesverband, vor allem auch ganz viele Organisationen hier in Berlin, die auch aktiv sind im Rahmen des Empowerments, aber auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und auch in der politischen Bildung. Und dieser Moment der UN-Dekade war nochmal einer, wo die Organisationen zusammengekommen sind und neben der Arbeit mit
neben der Community-Arbeit vor allem auch ganz starke politische Arbeit gemacht haben. Und ich kann, glaube ich, vor allem auch dazu sprechen, weil das ist auch mein Eintritt damals gewesen in die ISD, mit einem Tahir, der meinte, komm doch einfach mit. Genau. Und diese vor allem politischen Aktivitäten haben einen Ursprung natürlich gehabt in der Selbstorganisation, vor allem auch in den Aufzeigen der Problematiken, in den Aufzeigen des Rassismus in Deutschland, aber hatten auch ganz klar eine Stoßrichtung Richtung weiße Mehrheitsgesellschaft, Stoßrichtung Richtung Politik, um zu sagen, wir sind nicht nur eine Gruppe, über die gesprochen werden soll, sondern wir sind eine Community, die ganz klar sich auch als Stakeholder und auch als Entscheidungsträgerin sieht und dementsprechend mitentscheiden, mitsprechen und ja, mitgestalten will. Durch die Eröffnung dann damals 2013, glaube ich, oder 14 in Berlin im Familienministerium war das nochmal ein zentraler Moment, wo auch eine gewisse Sichtbarkeit zumindest auf politischer Ebene auch entstanden ist. Und diese politische Sichtbarkeit hat dazu geführt, dass wir als Organisation dieses Moment mitnehmen konnten, um zu fordern, so wie wir uns die zivilgesellschaftliche Landschaft in Deutschland vorstellen, ist es noch nicht divers und inklusiv genug. Und hier muss auch ganz klar schwarze Menschen als AkteurInnen mitgedacht werden und schwarze Organisationen mitgedacht werden. Und auch ein gewisser Professionalisierungsprozess von schwarzen Organisationen angestoßen werden. Und dann über unterschiedliche Fördermöglichkeiten war es dann für einige Organisationen möglich, in dem Rahmen Büros tatsächlich aufzubauen, noch mehr Projekte durchführen zu können, noch weiteres ehrenamtliches Engagement organisieren zu können und eben diese Sichtbarkeit noch stärker zu forcieren. Die UN-Dekade ist auch gleichzeitig ein Hebel, um dieses Mainstreaming von antischwarzem Rassismus und den Kampf dagegen voranzutreiben. Das heißt, wir wurden nicht nur für die, sage ich jetzt mal, sozialpolitischen weichen Themen, und das weich sage ich jetzt, wenn ich mir die anderen Bereiche angucke, gerade im politischen Kontext, wir wurden nicht nur für diese weichen Themen rangezogen, sondern werden jetzt auch immer mehr als ExpertInnen für eine ganze Bandbreite gesehen, sei es bei der Arbeit mit der Polizei, wo wir jetzt verstärkt auch unsere Organisation angefragt werden, ob wir dort Schulungen anbieten können, sei es jetzt natürlich auch ganz aktuell im Rahmen der Unterstützung von Geflüchteten, von schwarzen und afrikanischen Geflüchteten aus der Ukraine, sei es und dann gehe ich vielleicht doch wieder auf den weicheren Bereich, Bildung, politische Bildung. Also es ist ganz klar zu erkennen, auch wenn es natürlich noch nicht genug ist, und das ist kein, versteht mich nicht falsch, das ist kein Loblied auf staatliche Institutionen und Regierung, wie sie uns mit einbeziehen. Aber ich will sagen, es gab einen sehr, sehr starken Moment für unsere Organisation, auch in diese Richtung noch mitarbeiten zu können. Und durch unsere internationale und auch europäische Vernetzung, ich glaube, Tagungen wie heute, aber auch Tagungen in anderen Orten, die es jetzt zum Beispiel in Brüssel gab, gucke ich auch Richtung Stade, die es in Brüssel gab, die es auch in den USA gab, nehmen wir nochmal Forderungen und Learnings mit, um das auch bei uns mit umsetzen zu können. Also ich glaube, dass dieses Wechselseitige bleibt ein essentieller Teil von unserer Arbeit. Ich schaue, was ich noch sagen wollte und sehe, dass ich eigentlich am Ende sein kann, mit Blick auf die Diskussion, die mich eigentlich viel mehr interessiert, als mich selber reden zu hören. Aber vielleicht noch ein letzter Aspekt, der jetzt gerade auch mit Blick auf
mit Blick auf den letzten Koalitionsvertrag für unsere Arbeit auch nochmal wichtig war, ist zu erkennen, dass jetzt neben den Forderungen, eine zentrale Forderung davon ist von unseren Communities schon immer gewesen, die Aufarbeitung der Kolonialverbrechen Deutschlands, eine Weiterung des Begriffs der sogenannten Erinnerungskultur und auch ein Klarmachen, dass eine entsprechende Erinnerungspraxis an den Kolonialismus natürlich nicht die Shoah relativiert. Und dass jetzt zum ersten Mal dieser Themenkomplex, oder zum zweiten Mal tatsächlich, dieser Themenkomplex, aber in der Art und Weise ist es das erste Mal im letzten Koalitionsvertrag aufgegriffen wurde, bundesweit, aber auch in Berlin inzwischen sogar ein Konzept zur dekolonialen Erinnerungskultur entsteht existiert vom Berliner Senat mit verabschiedet, hat auch nochmal dazu geführt, dass die Projekte, die wir führen und die Forderungen, die wir haben, sei es das Abschaffen von Straßennamen, die Kolonialverbrecher ehren, sei es das Schaffen von Lern- und Erinnerungsorten, also wirklich physischen Lern- und Erinnerungsorten, wo auch an die Kolonialvergangenheit gedacht wird, aber auch gleichzeitig der Widerstand, der auch schon damals existiert hat, aufgezeigt wird. Also all diese Themen, und davon gibt es noch viel mehr, und auch da gucke ich wieder Richtung Tahir, der auch ein wichtiger Teil ist von einem dieser Projekte von der Dekoloniale hier in Berlin und vom Verein Decolonize. Das sind Teile, die jetzt mit aufgenommen wurden und auch sich wiederfinden werden im Stadtbild und tatsächlich auch, auch hier nutze ich gerne wieder diesen Begriff des Mainstreamings, wo Community-Forderungen jetzt einfach, ja, zu politischem Handeln oder zu politische Ziele jetzt gesteckt wurden, die umgesetzt werden müssen von unseren Parlamentariern oder Regierung. Also auch da hatte Organisationshandeln und das Organisieren von unseren Forderungen und das Formulieren von unseren Forderungen wieder Resultate, die wiederum alle sehen können und nicht nur unsere Communities.